Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, zur ersten Folge heute hier am Sonntag. Wir laufen hier mal nach über den Hof. Aber, ja, müssen wir überlegen, wo wir weitermachen. Als erstes können wir erstmal noch mal gucken, wie das sich hier mit dem Wetter entwickelt. Da sieht so aus, theoretisch, wenn wir noch Gras machen würden, wäre eine richtige Trocknungszeit drin. Aber ich denke mal, Heu werden wir nicht unbedingt brauchen. Wenn, dann wird man schon Gras behalten. Hier bei den Tieren sieht es schon wieder so aus, dass beim Schwein, ja, Sauberkeit ist klar, aber schon Stroh und Wasser rein könnte. Oder nicht, aber Stroh und Wasser. Und bei den Schafen ebenfalls etwas Gras oder Heu. Da liegt ja, glaube ich, noch ein Ballen rum, ne? Auch Wasser. Die Hühner sind wieder zu 100% sauber. Wenn wir das nächste Mal gucken, sind sie 100% dreckig wahrscheinlich. Ja, und bei den Kuhstellen kann auch Wasser verteilt werden. Und in den großen Kuhstall auch wieder Mischrationen. Also denke ich mal, werden wir uns erstmal wieder hier um unsere Tiere kümmern. Fangen wir gleich mit dem Gerät hier an. Das ist das erste Mal hier zum Einsatz kommt. Wir hatten es ja, wo wir es gekauft haben, nur befüllt. Abladetrigger kriegen wir. Also sollte hier auch was abgeladen werden. Also wir werden jetzt den Rest, der jetzt hier übrig bleibt, werden wir drin lassen. Also den werde ich jetzt nicht alles ins Hofsilo schütten. Beziehungsweise könnte man eher aus dem Hofsilo jetzt die 20% wieder das Teil hier beladen. Weil mit 45.000, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, die wir jetzt haben. Aber da können wir eher nochmal auskippen, bevor wir den wieder voll machen müssen. So, da holen wir uns einen Hänger und fahren noch eine Runde Stroh. Ja, Stroh ist... Ja, so sehr viel Stroh haben wir ja auch gar nicht mehr, ne? Ich denke mal, wir werden auch mindestens noch zweimal... Haben wir ja wirklich täglich... Wahrscheinlich im Früh die Tiere uns kümmern müssen. Mit jedem Tag. Da werden wir mindestens noch zweimal Stroh fahren müssen, bevor wir überhaupt erstmal wieder Stroh kriegen. Weil jetzt der dritte Tag Sommer und wir hatten ja gestern gesehen, dass wir keine Wachstumsstufe dazu bekommen haben. Das wundert mich so ein bisschen, aber gut, wenn es so ist, ist es so. 69.000 Stroh haben wir noch. Mal gucken, was jetzt hier alles so reinpasst. Hier sind es knapp 4000 oder 3700. Oh, hier haben wir, glaube ich, den Mist gar nicht rausgemacht beim letzten Mal, ne? Sonnenblumen sind gewachsen, oder? Die waren aber letztes Mal nicht gelb. Theoretisch müsste man eine Wachstumsstufe haben, oder? Ja, jetzt ist es alles dunkelgrün geworden, würde ich sagen. Also Wachstumsstufe ist gekommen.
So, der Rest Stroh geht wieder in die Scheune. Fahren wir gleich mal hier ein bisschen über die Wiese. So, dann braucht man ja ein bisschen Weizen oder Gerste für die Hühner. Das ist ja wirklich bloß eine Handvoll, die wir da brauchen. Ja, das reicht schon. Also es ist viel zu viel. Man sieht natürlich hier drüben gut aus, wenn kein Unkraut drin ist. Ne? Das ist, steht schon mal fest. Ja, das ist ganz einfach so. Aber wie gesagt, wenn das der Helfer nicht machen kann, sind die Felder einfach zu groß, wenn man das per Hand machen soll. Aber wir werden sehen, was da rauskommt, wenn wir das testen mit dem Ertrag, was wir einbüßen oder nicht einbüßen oder wie auch immer. Bin eh gespannt, was da rauskommt. So, dann werden wir mal Wasser fahren. Hier wird einiges erstmal reinpassen. Da können wir uns schon mal hier den hier schnappen.
So, das. Oh, ich dachte sofort, das Gras, was wir hier zusammenkratzen, das kann man gleich rein tun. Sind ja noch 45 Liter, da haben wir sie auf der Straße gekippt. Oh nee. Weiß ich gar nicht, sieht man hier den Inhalt von den Ballen? Ne, das sieht doch wieder so PC, ne? Halt so rum. Die beiden Schafen. Sieht es jetzt so aus. Würde noch was reingehen. Ja, schon verschwunden, da ist alles drin. Müsste eigentlich noch was rein. Werden wir schauen. Also hier ist ja nichts dreckig beim Hühnern, also nicht laut Anzeigen, mein Seitens hat sich jetzt sowas geändert. Nee, eigentlich nicht. So, Sauberkeit ist das wieder mal hergestellt. Das hauen wir einfach in den Mischverwahren rein hier, würde ich sagen. Ach, kommen wir nicht hin. Dann hauen wir es ins Hofsilo. Ja, ich denke jetzt Anhänge, Abhänge, rumrangiere oder reinschiebe. Aber da habe ich es auch hier ausgeladen. So, wo ist jetzt unser LKW? Da wird bestimmt der Wassertank leer sein, oder? Ne, 13.000 sind noch drin. Können wir eigentlich noch die Schafe versorgen?
Für Schafe müsste das Wasser auf alle Fälle reichen. Genau so sieht's aus. Also Hühner, Schafe, na Schafe bräuchten noch Schluckgras. Weil nur Schluck Wasser und dann der andere Kuhstein noch Wasser. Da sollten wir erstmal hier zum Tagesstopp, wo wir unsere Tiere komplett versorgt haben. Und mal ein Kratzer entstanden. Was transportieren wir das jetzt? Den Schluck Gras, den wir brauchen. Weil da steht ja auch noch einer in der BGA rum, den brauchen wir auch. Und wie viel ist denn da drin? 75.000, also eine Ladung Mist hier. So, den lassen wir hier stehen, weil den Mist wollen wir dann in der nächsten Folge aufladen. Wasser-LKW müsste hoffentlich voll sein. Da fahren wir noch rüber zum kühlen Ausladen. So, da könnt ihr ja abladen und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns heute Nachmittag zur zweiten Folge wieder. Da gucken wir mal, ob wir noch bei die Schafe was rüberfahren. Auf alle Fälle fahren wir den Misten die Wege an, würde ich sagen. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.